Willkommen zu einem Short-Review-Spezial. Und zwar frage ich euch, wie schützt ihr eure Transformers? Ich meine, die neuen, wie jetzt hier diese Kingdom RC, ist natürlich in so einem Karton sehr gut geschützt. Und es ist eigentlich ganz logisch, ich packe sie jetzt nicht aus, aber ich bewahre sie so auf, dass ich mir sie so aufs Regal stelle. So, es ist gut geschützt. Das ist jetzt eine moderne Figur. Oder auch eben halt dieser Kingdom Megatron. Ich lasse ihn jetzt so, man könnte ihn jetzt anhängen und man kann ihn hinstellen, aber er ist eben halt gut geschützt. Nur, einige Kartons sind ja, oder einige Boxen, wenn man so will, von Transformers, die ich habe, sind schon etwas älter. Und nicht wie diese jetzt hier von diesem Jahr, ich stelle sie mal hier zur Seite, sondern wesentlich älter. Ich zeige euch einmal hier meine Twin Twist Box von 1985. Sehr gut erhalten und ich möchte natürlich auch, dass es weiterhin so bleibt. Wie stelle ich das an? Und da habe ich eine tolle Lösung für euch und zwar Schutzhüllen. Schutzhüllen. Das hier sind jetzt keine Pickups, das sind Schutzhüllen. Und zwar von sammlerschutzhüllen.de, von dem lieben Manuel. Der stellt Plastikhüllen exklusiv her. Die kommen dann so verpackt an, wenn man sie bestellt hat. Schön sicher in den Umschlägen sozusagen, also richtig wie Weihnachtspakete verpackt. Und ja, da möchte ich drin meine Transformers-Figuren schützen. Nicht nur diese wunderbare Box, damit sie länger erhalten bleibt und ich noch bestimmt 20 Jahre lang wunderbare Erfahrungen damit sammeln kann und sie mir hinstellen kann, ohne dass sie jetzt weiter beschädigt wird. Vom Anstoßen oder so. Gegen die Sonne lässt sich auch da nicht viel machen. Es ist leider so. Aber ich habe hier einige Kartons von Transformers-Figuren mir oder einige Hüllen mir von Transformers-Figuren machen lassen. Dazu zählt zum Beispiel, hier habe ich es auch nochmal, mein Lieblings-Galvatron, die Special Edition aus Japan zur Scramble City, wo der Galvatron im Anime-Farben ist, mit einem richtig tollen Artwork und einfach nur herrlich. Auch diese möchte ich wunderbar einpacken. Und genau das wollte ich mit euch machen. Ich möchte mit euch zusammen ein bisschen verpacken, euch das ein bisschen zeigen. Ich werde natürlich jetzt nicht alles einzeln auspacken, sondern ich werde sporadisch so ein bisschen was machen. Wenn ihr bei dem Manuel bestellt, bei sammlerschutzhüllen.de, bekommt ihr auch eine Rechnung und entsprechend der Rechnung, ich hatte jetzt noch ein bisschen mehr bestellt, ich habe auch noch von Computerspielen was bestellt, ich blende euch hier ein Bild ein, ich habe eine Menge Special Editions von Computerspielen da eben halt von ihm mir machen lassen und das ist einfach wunderbar. Die werden extra für euch angefertigt. Er hat natürlich auch schon eine große Datenbank, das könnt ihr sehen, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel seht, das ist die weißen, wir sind jetzt in dem Fall von Topspin Twin Twist. Und da ist eine Nummer 3233. Das heißt, so viele sind in seiner Datenbank an unterschiedlichen Kartons. Und wenn ich jetzt hier rauf gucke, dann sehe ich auch natürlich, wo die Zugehörigkeit ist. Wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, dann muss ich nicht immer so davor halten, ist das der Karton oder ist es der Karton nicht. Wenn ihr euch Hüllen machen lasst, ganz einfach, ihr nehmt einen Karton und jetzt muss ich meine Schublade hier aufmachen und mein Maßband kurz rausholen. So läuft das. Und dann messen wir mit dem Maßband die Länge, die Höhe und natürlich die Breite. Ihr könnt wirklich ganz genau messen. Ihr müsst jetzt nicht Millimeter mehr, Millimeter weniger oder so machen. Ihr solltet genau messen, eure eigene Toleranz überlegen. Ich habe festgestellt, dass manche Kartons ein bisschen unterschiedlich sein können durch die Verklebung. Das heißt, seid euch auch gefasst, dass ihr vielleicht mal unten messt und oben messt und sehen, ob ihr den gleichen Wert habt, nicht nur mittig. Und diese Werte schickt ihr mit. Am besten noch ein Foto vom Produkt, damit ihr auch einfach sich ein Bild grundsätzlich machen kann. Und falls er Fragen hat, meldet er sich dann natürlich auch bei euch. So, dann wollen wir mal gucken. So, Maßband brauche ich nicht mehr. Wenn wir diesen Galvatron, das muss einer von den beiden Kartons sein. Ich gucke jetzt mal. Das könnte der sein. Mal, wir sehen, hier haben wir eine Nummer 3063. Was sagt meine Rechnung?
Für den Galvatron 3065 muss es sein. Nein, das ist also nicht. Das ist noch ein anderer Transformer. Aber das müsste dieser Karton sein. Da seht ihr 3065. Das ist also, das ist wunderbar eingepackt. So, dann machen wir das mal auf. Ich habe jetzt das Messer nicht parat, aber das ist auch egal. Ich schmeiß dieses Verpackungsmaterial dann sowieso weg. So, hier wird es auch aufgerissen. Und hier hat er drumherum gearbeitet. Wunderbar. Auch egal eigentlich, das mache ich später. Ihr könnt jetzt sehen. Ah. So, das weg. Und hier seht ihr die schöne Box, wunderbar von ihm gefertigt. Er macht sich natürlich auch ein Bild wegen dieser Klebekante. Es gibt immer eine Klebekante, es geht nicht anders. Und wo die Öffnungen sind. Somit ist es für ihn natürlich wichtig, einmal zu sehen, wie das Produkt aussieht. Entsprechend entscheidet er auch für euch dann, wie was ist. Bei mir ist es jetzt so, dass ich ganz genau sehen kann, wenn ich das hier aufmache. Ich möchte natürlich den Boden entsprechend da machen. Ich klicke mir das einmal bei dem, wo ich öffne, ein bisschen weiter, weil ist halt einfacher. So, ihr seht, hier ist jetzt der Boden. Und jetzt würde ich diesen schönen Galvatron, den ich noch nie geöffnet habe, ehrlich gesagt, ich vorsichtig natürlich da rein. Jetzt macht sich, ja, seht, ach, das passt super, wunderbar. Hier muss man jetzt nochmal gucken, dass man mit der Öffnung. Und ihr seht jetzt, ja, dass man hier so ein bisschen, da muss man aufpassen, dass die entsprechend sehen. Und der ist jetzt ein bisschen nach innen, das halt geknickt. Das heißt, ich muss das schon aufmachen, kurz auch hier einmal. Ich muss es jetzt leider auf mein Spiel gucken. Natürlich aufpassen alles, damit man nicht den Karton noch weiter beschädigt. Denn auch der ist ja schon ein paar Jahrzehnte alt. Und ich habe ihn jetzt beinahe in den Karton selbst geschoben. Aber so ist es dann manchmal. Ein bisschen. So, jetzt ist wieder hier geschlossen. Passt wunderbar hier zu. Geknickt. Einmal noch mal ein bisschen vielleicht die Kanten ein bisschen nachknicken. So, hier knicke ich jetzt da einmal vor und dann kommt das hier rein. So. Entschuldigt, da ist eine Baustelle vor der Tür. Egal, ob ich Fenster schließe oder zumache, es gibt immer ein Geräusch. Und deswegen. Hier seht ihr, wunderbar verpackt in dieser Box. Und das zeigt sich weiterhin. Es gibt noch einige weitere Boxen, die ich jetzt hier habe. Und das fällt schon hin. Und ich werde euch das einfach zeigen. Ich packe das jetzt ein bisschen aus. Und dabei werdet ihr dann ein bisschen Musik hören. Denn so viel sagen dazu brauche ich ja nicht. Vielleicht seht ihr es auch ein bisschen schneller gemacht. Ich weiß es noch nicht. So. Viel Spaß. Für diesen wunderbaren Reels hier von Ultra Magnus, der müsste von 2002 sein, glaube ich, eine Neuauflage, auch eine sehr schöne Auflage. Ich hatte ihn vorher nicht, aber richtig schön wie G1. Und auch da habe ich mir einen schönen Karton machen lassen oder eine schöne Schutzhülle, damit der noch weiterhin, weil er biegt sich auch hier so nach außen. Das ist einfach nur schade und auch die Ecken, die stoßen ja mal leicht ab, wenn man es auf Regale stellt und so weiter. Das kommt natürlich jetzt wesentlich besser in so einer schönen Schutzhülle. Und auch hier
kann ich mir den dann schön nehmen. Vorsichtig hier rein. Ja, und hier habe ich auch das gleiche Problem, was ich bei dem anderen habe. Die Lasche ist natürlich ein bisschen rausgebogen. Das heißt, ich muss da auch... Ja, das hat sich wunderbar umknicken hier. Ach, herrlich. Und inzwischen ist die Baustelle auch wieder... Die machen da irgendwie neues Kabel legen und egal wie man es macht, das Video auch schon versucht am Vormittag aufzunehmen. Da waren Geräusche. Man kann es einfach nicht sagen, wie es ist und ich wollte euch das jetzt nicht vorenthalten. Ihr seht auch wunderbar mein Ultra Magnus jetzt verpackt. Klar, eine gewisse Mattigkeit ist natürlich auch durch so eine Schutzhülle, aber sie ist wesentlich besser in Schuss und ich kann nur sagen, Wahnsinn, so gehört sich das. Meine Transformers können so noch ein paar Jahre länger als schöne Box stehen bleiben und ihr seht hier auch hier wunderschönes Artwork, dass das noch wunderbar halten kann. So. Hier, diese Box werde ich jetzt noch nicht auspacken, das kommt später, das ist jetzt nicht in diesem Video vorgesehen, denn ich habe, wie ich euch beim Pickup-Video auch schon gezeigt habe, diese wunderbare Diaclone-Figur mir zugelegt am Multiforce 14. Ich bin noch dabei, dass ich versuche, zu ganz vorsichtig hier ein bisschen zusammenzuhalten, damit ich das nachher wunderbar, oder ein bisschen zu kleben, auch hier die Ecken, damit das hier wunderbar in dieser Schutzhülle Platz finden kann. Ihr seht, das passt dann super und so soll das dann auch wunderbar geschützt werden. Also das habe ich vor, aber ich muss das noch ein bisschen bearbeiten. Ich werde auch ein Video zu Multiforce 14 machen, wo ich mir die Teile mal einfach angucke und das euch nochmal ganz genau präsentiere. Das ist aber jetzt nicht Teil dieses Videos. Deswegen stelle ich das jetzt einfach mal ein wenig zur Seite. Ihr könnt natürlich auch so eine Kingdom-Figuren-Kartons von ihm machen lassen. Da sind keine Grenzen gesetzt. Also Manuel macht da wirklich eine ganze Menge. Ihr seht, ich habe das zwei Tage so stehen und schon wieder leicht angestaubt. Und genau das ist es auch. Staub ist natürlich hier wesentlich leichter zu wischen. Ihr wischt auch mit dem nassen Lappen nicht irgendwie dann, ja, ihr macht das nicht, beschädigt nicht weiter mit Feuchtigkeit. Das ist ja, all das ist heutzutage ja möglich, dass die Feuchtigkeit viele Schäden anrichtet. So, wollen wir auch mal das einmal. Hier habe ich noch ein besonderes Projekt vor, was ich euch später irgendwann nochmal zeigen will. Ich werde jetzt einfach eine stellvertretend. Ich habe zwei davon. Ich habe Twin Twist on Top Spin und vor allem das sind die MB-Boxen von 1985. Das sind die ältesten Boxen, die ich besitze in Top-Zustand. Passt zu Top Spin. Und ja, deswegen zeige ich euch das jetzt einfach mal. Hier, das ist jetzt etwas leichteres. Teilweise packt es auch mit Zeitungspapier ein, aber ich finde das wunderbar, die sind geschützt. Es ist auch keine extra Folie drumherum. So, wie ihr seht, auch hier eine wunderbare Box. Jetzt müssten wir natürlich gucken. Da ich Ihnen das ja natürlich geschickt habe, muss ich jetzt sehen. Okay, das ist Hochkant. Hier ist die Klebekante an der Seite. Er hat die zum Aufmachen nach oben hin gemacht. Okay. Das ist jetzt nach oben hin. Okay. Hat natürlich auch was nach oben hin, diese Boxen. Sieht das nicht toll aus? Klar, hier ist die Klebekante, die ist jetzt natürlich hier bei Topspin auf der Seite. Ich werde es aber jetzt, ich werde es drehen. Ich mache es jetzt umgekehrt. Damit das die Klebekante jetzt nicht auf der Seite ist, das ist jetzt Zufall gewesen. Aber wunderbar. Na, kommt da rein. Na. Es ist manchmal ein bisschen Fingerspitzengefühl und es ist... So,
wunderbar. Und wie ihr seht, klar, oben, das ist jetzt ein bisschen davor gegangen, aber es ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Das werde ich vielleicht noch mal ein bisschen richten, dass es da nicht davor liegt. So, mache ich hier auch noch mal auf oben, damit das so wunderbar aussieht. So, wieder runter. Na, ist das nicht herrlich? Das sieht doch super aus. So ist die Box wirklich geschützt. Ich habe vielleicht sogar ein bisschen zu gut gemessen. Die ist oben noch ein Tick zu hoch, aber sie liegt da super drin. Gut, ist natürlich auch nicht kein Garant, dass sie jetzt komplett gerade steht. Aber ist das nicht cool? So steht sie jetzt wirklich noch ein bisschen länger. Und Wahnsinn. Ja, so gut wie das ist, werden wir Topspin auch nochmal einpacken. Und bevor ich das jetzt mache, ich habe hier noch eine große Box. Siehst du, da fällt sogar. Nein! Experimente. Und genau das ist es eben halt. Es war nicht beabsichtigt, kein Schaden genommen, die Box. Nichts umgeknickt weiter. Ha. So, Figur ist nicht drin, da ist auch kein Gewicht gewesen, deswegen ist in Ordnung. Alles atmen, aufatmen kann ich jetzt. Ich kann nicht mal das Wort mehr bekommen. So, machen wir dasselbe hier auf. Also die kommen auch von Manuel geschickt in einem wunderbaren Karton. Und jetzt werde ich natürlich auch diese, nochmal seinen Aufkleber, der Manuel, der Superheld von Sammlerschutzhüllen.de, kann ich nur empfehlen. Geht auf die Website auch, da gibt es auch noch nähere Informationen, wie ihr mit ihm in Kontakt tretet und auch die Angaben. Aber es lohnt sich einfach, wenn ihr das so seht. Und gerade solche Boxen, und klar, ich kann jetzt hier nicht dieses machen, was manche ja auch machen, sondern ich muss jetzt direkt übereinander stellen, wenn ich es überhaupt machen wollte. Bei größeren geht das, hier seht ihr ja auch, es ist nicht perfekt eben halt, es ist immer so leicht ein bisschen gebogen oder so, es geht nicht anders, es ist ja auch eine gewisse Spannung da drauf. So, hier machen wir das jetzt auch wieder diesmal richtig, dass ich die richtige Seite aufmache. Wunderbar, so wie ich es haben wollte. Twin Twist ist jetzt auch geschützt. Ich knicke es einmal noch mal so davor, bevor ich hinten reinstecke. Perfekt. Wunderbar. Und hier sieht das sogar aus, dass es noch ein Tick besser länger ist. Sogar ist Wahnsinn. Aber wie ihr seht, jetzt auch perfekt geschützt. So macht es auch wirklich Spaß, das sich anzugucken wieder, ohne dass man jetzt was hat. Man kann trotzdem die Artworks bewundern, auch wenn man natürlich diese Kanten sieht vom Zusammenstecken. Das lässt sich nicht verhindern, aber meine, ihr könnt ja ausrechnen, 85, das sind 35 Jahre, 36 Jahre, weil wir 2001 haben. Und ja, die sollen natürlich noch länger halten. Hier ist auch von 84 die Box, die wird dann auch in einer sehr schönen Hülle super aussehen. Und jetzt habt ihr ja gesehen, ich habe noch eine ganz große. Und da passt, kommt auch was an, das ist auch eine, ich sag mal, Sonderanfertigung, die ich mir machen lassen habe, weil für das Transformers-Teil, was da reinkommt, das wollte ich auch schützen. So, machen wir als erstes mal Spannung. Ihr wisst noch nicht, welcher Transformer da reingehört. Ihr könnt ja mal raten. Aber ich werde euch jetzt hier nicht vier Fragen einblenden. Aller, wer wird Millionär? Nein, das werde ich nicht machen. So, da haben wir das auch. Wunderbar. Ihr seht auch seitlich zum Einschieben dann. Ja, was wird da reinpassen? Im Fernseher. So, die Rechnung brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Da kommt rein auch ein japanisches Set von Transformers, was ich mal bekommen habe. Und zwar Predaking. Das Set mit den ganzen, ja,
Predaking und beziehungsweise mit den ganzen Predacons. Schön in dieser japanischen Edition. Ich habe sie, sie wurde nur auseinandergenommen. Ich habe sie auch so erworben. Sie ist also auch schon vom Händler entsprechend so gewesen, aus, von so einem japanischen Händler. Deswegen ist auch, ihr könnt sehen, hier hinten leicht beschädigt. Es ist ein Transportgriff da dran, da seht ihr hin. Aber das spielt sich nicht. Und ihr könnt das, ich muss aufpassen, weil man kann nicht aufklappen. Und da seht ihr nämlich, dadurch ist das hier auch leicht eingerissen, weil diese Lasche hier oben war. Hier seht ihr den Transportgriff. Und dann kann man aufklappen. Hier sind natürlich so noch Sachen, weil es ist eine Jubiläumsausgabe. Und dann könnt ihr sehen, hier wunderbar die ganzen Predacons. Ich habe sie eigentlich nie auseinandergenommen. Die Zeichen und so weiter, die Autobots-Zeichen, all die Aufkleber habe ich nicht draufgeklebt. Die waren schon drauf. Ihr könnt sehen, das ist hier alles noch sealed wie zum ersten Mal. Und das Interessante ist eben halt, dass schon da Aufkleber drauf sind, obwohl hier die ganzen Sticker-Sheets sind. So, kann man sehen. Beziehungsweise ich wundere mich eigentlich, dass sie da drauf sind. Auch hier ist es sogar leicht eingerissen. Interessant, also so kann ich auch sehen. Sind die Karten. Ich versuche mal ein Sticker-Sheet zu bekommen. So, hier haben wir ein Sticker-Sheet. Und ihr seht, da ist noch alles perfekt. Also selbst die Decepticon-Zeichen sind so raufgepackt worden. So, wieder rein damit. Soll ja auch geschützt bleiben, auch wenn es hier hinten jetzt offen ist, das will ich aber auch gar nicht sagen. So, und das ganze Set, das gehört darauf. Ihr seht, hier quillt das auseinander. Das ist es nämlich auch gewesen. Das ist von alleine, geht diese Box auseinander. Und das war ein Grund für mich, das zu machen. Hier waren Tesastreifen, die habe ich jetzt nicht entfernt, weil ich auch Angst hatte, dass es kaputt geht. Jetzt so viele Jahre schon drauf, deswegen werde ich mich jetzt da, ja, vielleicht setze ich mich noch mal ran, ehrlich gesagt. Das ist vielleicht auch nochmal eine gute Sache, dass ich versuche, doch ganz leicht das zu entfernen. Hier, aber das mache ich jetzt nicht vor der Kamera. Und da geht dann diese Box rum. So rum soll es. Wir machen eine Seite auf. Na, na, na. Manchmal ist es seitlich besser, die zu öffnen. So, und hier mache ich das wirklich so, dass ich doch, glaube ich, besser habe, wenn ich beide Seiten öffne. Ist zwar dann für einen Moment wabbelig, aber ihr seht auch, hier mit zwei Klebestellen, oben und unten, weil das von der Größe her gar nicht anders geht. So, können wir sehen, dann machen wir das hier so. So soll es ja sein. Vorsichtig drumherum. Mach das ein bisschen. Na, ich will es ein bisschen. So, drumherum. Jetzt haben wir es mittig. Und es passt wunderbar. Klar, ihr müsst jetzt, ich muss natürlich jetzt hier einmal drücken, weil die Dinger eben halt sich ein bisschen nach draußen bewegt haben, aber das sollte kein Problem sein. Das ein bisschen durch. Ich drücke hier beide Ecken noch ein bisschen zusammen, um es ein bisschen nach hinten zu drücken. Und dann funktioniert es auch wesentlich besser. So, hier mache ich das jetzt auf meinem Schoß. Das ist da auch dann besser. So, ich versuche jetzt hier schon mal ein bisschen vorzuknicken. Das hier auf dem Schoß habe,
drehen wir das lieber ein bisschen zurecht. So, wunderbar geschützt jetzt. Perfekt an einer Hülle. Hier könnt ihr sehen, da oben natürlich auch der Schaden, kann man da sehen. Wunderbar. Und so kann man das wesentlich besser hinstellen. Ich fühle mich da wesentlich besser mit, weil ihr habt ja gesehen, es quillt nach außen. Das tut es nicht mehr. Die Hülle kann noch, ja, man muss noch ein bisschen drücken. Ich muss noch ein bisschen nachdrücken. Ich bin ja jetzt im Videomodus sozusagen. Aber es ist ein wunderbares Set. Ich bin wirklich zufrieden. Also danke Manuel von Sammlerschutzhüllen.de. Ich kann ihn weiterempfehlen nur. Ich werde gleich am Ende das auch nochmal von ihm einblenden. Oder beziehungsweise ich blende es wahrscheinlich, ja, ich blende es einfach gleich nochmal ein zum Ende hin. Ich danke dir Manuel dafür und ich danke euch fürs Zuschauen. Schreibt mir mal, wie ihr eure Höhlen oder ob ihr diese Idee gut findet und ob ihr das auch aufgreifen wollt. Ja, es gibt natürlich auch noch andere Cases, das ist logisch. Also ich weiß auch, es gibt Plastik-Cases, in denen man natürlich auch diese Boxen und auch Blister machen kann. Also die Blister sind diese hier, dass man die direkt auch in so eine Cases packt. Ihr seht es ja auch hier, kann man voll ganz ehrlich machen. Ihr könnt sie auch zum Graden schicken, dann kriegt ihr ja auch entsprechende Boxen. Ich sage dazu einfach nichts, das ist jedem selbst überlassen. Aber ich muss sagen, dies ist ein guter Weg, das zu machen. Und ja, als letzten Punkt doch nochmal, was hat mich das gekostet? Das, was ihr hier seht, plus die ganzen Computerspiele, was ich auch eingeblendet habe kurz, das waren gut um die 130 Euro. Dazu muss man aber sagen, das waren jetzt ja zig Kartons. So einer kostet, ich kann es euch sagen, ich habe das direkt in der Rechnung, er hat natürlich auch Versandkosten, die noch dazukommen, entsprechend, aber unabhängig davon. Nehmen wir mal diese Box hier, die hier hat mich 7 Euro gekostet. 7 Euro für diese Schutzhülle, dafür, dass es jetzt noch die nächsten 20 Jahre so wunderbar hält. Und wenn ihr, was ich jetzt auch nicht möchte, aber wenn ihr sowas zum Beispiel dann auch jetzt nochmal verkaufen wollt, macht sich das in so einer Box natürlich wesentlich wertvoller. Und ja, also es ist eine wunderlohnende Investition. Geben wir jetzt mal den an, 7 Euro für so eine kleine. Klar, es gibt auch noch kleinere Hüllen sicherlich. Da kann ich aber nicht zu sagen. Er hat noch viele Computerspielboxen, aber ich gucke jetzt gerade. Die teuerste ist wirklich die von den Predacons. Diese große, die hat mich 18 Euro gekostet. Das sind so diese Preise, so um das euch mal im Verhältnis zu setzen. Aber es ist eine lohnende Investition, weil ich denke mal, es ist auch auf die Zukunft. Wir als Fans von den Spielzeugen, es muss ja nicht nur Transformers sein, du kannst es ja von Mass, alles was in Boxen ist, von Dino Riders, da weiß ich ja auch, der Retro-Krempel hat dort eine ganze Menge und Flo, der Bürgermeister, hat auch sehr viele Sachen in Boxen gepackt, von anderen YouTube-Kanälen, die beiden Jungs. Und ja, ich kann es nur empfehlen, es lohnt sich. Die Diaclone wird auch noch in diese wunderbare Hülle kommen, was ich jetzt hier hinten noch liegen habe. Aber das ist zu einem anderen Zeitpunkt gesehen, weil ich bin noch dabei, die Box so ein bisschen zu restaurieren. Und bevor ich sie jetzt in eine Hülle packe und ich hier nachher aus Versehen hängen bleibe an diesen, leider, hier seht ihr das, das ist halt so bei so einer Box, die halt auch 40 Jahre bald auf dem Buckel hat, dass man da ein bisschen vorsichtiger sein muss. Aber es lohnt sich. Das älteste, was ich je untergelegt habe, ihr habt das einmal in einem anderen Pickups-Video gesehen, war meine Captain Future Actionfiguren-Set, mein Captain Future Actionfiguren-Set, was weit über 40 Jahre alt ist, was von, oder 41 Jahre alt ist, von 1980 genau, es hat sich auch echt gelohnt und ich habe es viel zu spät gemacht. Ehrlich gesagt, das ist das, warum ich auch auf diesem Video nochmal hinweise, macht euch Gedanken, es kann nie zu spät sein. Naja, das war's für dieses Mal zum Thema Schutzhüllen. Danke fürs Einschalten. Hinterlasst ein Like, ein Abo, kommentiert gerne. Ich möchte wissen, was ihr dazu sagt. Und bis dahin, macht's gut, euer Sascha.